So Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Project Zero. Ja, wir haben in dem letzten Video einen Geist bekämpft und das haben wir noch nicht aufgesammelt. Okay. Du solltest auch das, was vor deinen Füßen liegt, aufheben, aber auch egal. Weiße Kassette 2. Die Kassette mit dem weißen Etikett scheint in Ordnung zu sein. Nein. Wir werden noch oft weiße Kassetten finden. Als allererstes gilt mal auf Datei Schnipsel. Den haben wir gelesen. Ja. Das haben wir auch gelesen. Und, also die Geistersteine sind diese... Wenn ihr da seht, die Miku im Kopf, dann daneben steht Leben. Also wie viel Leben ich habe. Und daneben sind die Punkte, wie viele Punkte ich schon gesammelt habe. Ich kann jetzt bloß die Zahl nicht lesen, weil bei mir was zwischendrin ist. Aber ich glaube, es sind 7616 oder so. Egal. Und da unten, unter der Lebensanzeige steht Film. Also 64 Bilder. Und wenn er blau ist, dann habe ich Filmtyp 14. Wenn er grau ist oder so, dann habe ich Filmtyp 37. Es gibt auch noch andere Filmtypen, die ich jetzt noch nicht vorausspoilern werde. Das daneben sind die Geistersteine. Die werden wir unterschiedlich finden und mit den Geistersteinen werden wir verschwinden, wenn wir eine Spezialfunktion der Kamera auslösen. Und zwar mit L1. Okay, jetzt gehen wir auf Foto. Den haben wir mal wieder nicht bekommen. Aber das ist auch wirklich gemein. Das muss viel zu schnell gehen und ich schaffe das nicht. Also wer das schafft, Respekt, ich habe es wirklich oft genug probiert, auch so, ich habe es auch jedes Mal, wenn ich gespielt habe, habe ich es bestimmt 10-mal probiert und ich habe es nie hinbekommen, also wer schafft, Respekt. Okay, wir sind jetzt hier im Kinoraum und wir haben noch nicht sehr viel von unserer Karte offen. Dann wollte ich euch jetzt das Objekt, die weiße Kassette 2 vorspielen. Objekt verwenden. Yes. 9. September, 21:40 Uhr. Es schien uns zu gefährlich, nachts über den Berg zu gehen. Wir haben beschlossen, hier zu übernachten. Ich habe schon einige Zimmer besichtigt. Im Gegensatz zum Äußeren ist das Haus innen in recht gutem Zustand. Woran könnte das wohl liegen? Vorhin dachte ich, ich hätte eine schamhafte weiße Gestalt, eine Frau im Eingangsflur gesehen. Ich werde diese Sichtungen aufzeichnen und später veröffentlichen. Lass mich mal ganz kurz logisch bedenken. Wir finden eine Kamera. Wir finden ein Radio. Dann finden wir eine weiße Kassette, die nur bis zur Hälfte voll ist. Dann finden wir eine weitere Kassette, die nur bis zur Hälfte voll ist. Warum tun sie dann nicht alles? Egal. Das ist ein Spiel, das diese Logik will ich nicht bezweifeln. Fertig. Ja, jetzt ist dieses Geistersignal wieder da. Und ich spüre, wie etwas vom Standspiegel kommt. Ach, echt? Das war nicht das, was vorhin auch war. Aber ich habe es ja vergessen, dass es erst jetzt nach dem Geisterkampf geht. Und es wird eins. Und es wird uns einkommen. Die Löwenmaske zeigt. Auf dem Foto ist etwas zu sehen. Es sieht fast aus wie die Löwenmaske beim eingelassenen Kamin. Ja, und wo werden wir jetzt hingehen? Foto in die Alte gelegt. Ja, schön. Jetzt kann ich es euch auch mal zeigen. Moment. Menü aufrufen. Ich rufe direkt an die falsche Taste. Sorry, Leute. Zwar Datei. Es tickt sie diese Fähigkeit. Fotos. Prächtige Löwenmaske. Also das, was wir gemacht haben mit dem Blauen, sehen wir hier nochmal. Warum das beim ersten Bild mit der Tür nicht geht, das weiß ich nicht, aber das ist halt nun mal so. Okay. Öffnen wir diese Tür. Tür. Na, okay, falsche Tür geöffnet. Öffnen wir diese Tür, um rauszukommen, um zu dieser Löwenmaske zurückzukehren. Und sobald wir hier rausgehen, kommt wahrscheinlich gleich wieder ein weiterer Geist. Das sagt schon die Stimmung von wegen... Yep. Wo ist denn der Geist jetzt? Ach, du schon wieder. Wo ist er hin? Wo ist er? Meine Güte. Ich hab doch keine Angst vor dir. Da, bitte. Stirb. Also, den Geist kennt ihr. Es wird euch noch oft auffallen. Wir dürfen noch oft gegen den gleichen Geist kämpfen.
So. Gehen wir zurück zu dieser Löwenmaske. So, die ist da gleich da vorne. Irgendetwas reflektiert Licht in der Löwenmaske. Roter Handspiegel. Ich habe einen roten Handspiegel in der dekorativen Löwenmaske gefunden. Ich habe den roten Handspiegel. Oh, super. Ich habe einen roten Handspiegel gefunden. Ich habe den roten Handspiegel. Warum schreibt ihr nicht gleich jeden Text doppelt hin? Tür öffnen und zurück in den Raum mit dem Handspiegel. So. Oh Mann. So, Mann im Schrank. Von wegen, der Schrank, die Schranktür ist leer. Mhm. Von wegen, die Schranktür lässt sich nicht. Oh, Geister. Nicht öffnen. Filmsequenz, öffne sie. Komm. Sei kein Feigling, Miku. Jetzt ist da einfach nichts drin. Das ist lustig. Nichts drin. Also. Wir können die Tür nochmal öffnen. Und dann wieder weggehen und dann sehen, wie die Tür wieder zufällt. Pass auf. Hui. Okay. Also, wer bringt dieser Schrank nicht? Gehen wir einfach wieder weiter. Mann! Genau das habe ich gemeint. Oh. Erschreck mich doch nicht so. Okay. Gehen wir durch diese Tür. Und hoffen, dass uns kein weiterer Geist wieder begegnet. Aber wie immer werden wir natürlich enttäuscht. Ihr könnt das einmal anders sein in diesem Spiel. Mein Controller vibriert wie verrückt. Der eigentliche Spiegel des Standspiegels fehlt. Roter Handspiegel verwenden. Ja, verwendet ihn. Damit wir endlich diesen Teil beendet haben. Uiuiui, wir sehen ein merkwürdiges Foto. Das ist dieses Foto, von dem wir gehört haben. Seht ihr die Seile? Seht ihr sie? Ja. Das ist das, wo doch der eine sich, wo der eine doch gesagt hat, wo diese Filmsequenz war. Und der dann gesagt hat, sie hat ein Foto von mir gemacht. Aber ich wundere mich, was diese Seile auf dem Foto zu bedeuten habe. Ich sehe leichte Schatten von Seilen am Hals, Arme und Beine des Mannes. Und jetzt erinnert euch doch mal an den Zeitungsausschnitt, den wir gefunden haben. Der Kopf, die Arme, die Beine und der Hals waren abgetrennt vom Körper. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ich habe einen kleinen Schlüssel aus der Schublade. Messingschlüssel. Sieht alt aus. Ob das vielleicht ein Schlüssel für eine Tür ist? Oh Mann! Ja, genau. Den Geist. Ach so. Komm, wir stehen da drüben. Kommt total scheiße, Nico. Ah! Du vertauchst auch noch genau vor mir auf. Hallo, Geistchen. So. Also, man sieht, ich hab's drauf mit den Geistern. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Zeig dich, meine Güte, Geister. Ich wusste, dass er hinter mir auftaucht. Ich wusste, dass er vor mir auftaucht. Das ist so typisch. Ihr Geister seid so voraussehbar. Ah! Jetzt hat er mich zum Beispiel einmal getroffen. Ja, das passiert, wenn ich daneben schieße. Und natürlich steht der hinter mir. Ach, Geist, 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 Geist. Verreck. Bist du immer noch nicht hin, meine Güte. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da vor mir. Vor mir. Wie immer. Nein, ich helfe dir nicht, denn du greifst mich an. Wo ist er? Wo ist er? Da. So, verreck.
Schön. Okay, das heben wir auf für nächsten Video. Bis dahin. Ciao.